Ja, da, gleich mackig wie das Bas und da. Oh, das habt ihr alle nicht gesehen. Gut, mir geht sehr gut. Ich hab auch für die Kommentare gesehen. Ihr habt mich vermisst, Leute. Gar kein Problem. Ich bin wieder da und dafür. Lasst ihr alle ein Like und ein Abo da. Ja! Oh, warte mal, Leute. Mein Handy klingelt ganz kurz. Wartet. Ja, hallo? Schönen guten Tag. Lustig, ja, bitte? Ja, Twan, ich bin's. Ich wollte nur fragen, bist du mit dem Ballers irgendwie gut oder wieso fahren die mit deinem Auto rum? Ich mit meinem Auto kann nicht sein. Nein, die Ballers sind immer unter meinen Sohn. Ja! Mach die mal auf den Boden. Die fahren damit rum einfach in der Grove Street. Nein, kann nicht sein. Mein Auto ist da vorne. Doch, wirklich, Bro. Ja, okay. Ja, gut, ich komm gleich. Mach gut. Tschüss. Ciao. Ja, Leute, da seht ihr mir irgendwann los. Müsste hier sein. Leute, das kann gar nicht sein. Meine automatischen Sensoren müssten alles erkennen, wenn hier ein Auto hinkommen würde oder mir jemand mein Auto klauen würde. Warte mal, ehrlich gesagt, die Bolas hat lustig gesagt, oder? Ja, okay, Leute, das gucken wir natürlich an. Wir steigen dafür mal ganz kurz in unser Bugatti ein, Leute. Natürlich habe ich auch einen Bugatti. Und das werden wir mal ganz kurz abchecken. Ich glaube, mein Ente pfeifen. Was für mein Tullus bei Bolas? Was, ich bin gut mit denen? Will mich hier irgendjemand hops nehmen, ha? Ich glaube, mein... Oh, und jetzt leicht. Da hat sich irgendwer Legel Nummer 1 geblockt. Und zwar, legt dich niemals mit Toren an! Okay, Leute, wir fahren dorthin. So, ich glaube, mein Ente pfeifen, Leute. Was soll denn das? Ich glaube, Wartet mal. Salam. Jungs, wer hat es geklaut? Ich verstehe nicht, wer traut sich das? Ich war das nicht, Boss. Ey, Boss, guck hinter dir. Du, ich versuche das rauszufinden, wer dein Auto geklaut hat und hier hingestellt hat. Kein Problem, ich helfe dir. Ich war das nicht. Ich helfe dir. Wer war das von euch? Der soll jetzt rauskommen. Was du das? War das eine Frage? Oh, verdammt, Mann. Salam. Ich war das wirklich nicht, Mann. Geh an die Wand. Bitte tun, ich weiß wirklich, ich hab alles gegeben. Geh an die Wand. Oh, verdammt, Mann. Bitte. Los, schneller. Mann, ich weiß nicht, Mann. Ich hab nur gerade versucht zu regeln. Mach. Wirklich, Mann. 1000 Liegestütze. Solltest du nichts schaffen, geht die Bombe deinem Lücken hoch. Okay, ich mach so viel es geht, okay? Los. Ja, okay, los geht's. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Warum habt ihr mein Auto geklaut? Ich hab das nicht geklaut, keine Ahnung, ich wollte raus. Wie habt ihr mein Sicherheitssystem überlistet? Erzähl mal. Bro, keine Ahnung, das war keiner von uns. Wir sind zu dumm dafür. Salam. Das Problem ist, Leute haben euch mit meinem Auto gesehen. Das heißt, wenn ihr nicht alle kaputt geht, zeigt das das Zeichen, dass man mir einfach ein Auto klauen kann. Und ich glaube, wir wissen beide, das geht nicht. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Bitte, Bro. Verdammt nochmal! Wer hat gewagt, mein Auto zu klauen, Leute? Und das ist auch so leer. Ja, sind die selber schuld? Aber wartet mal. Irgendwer hat das gesehen und Lustig hat mich angerufen deswegen. Aber wir rufen mal ganz Lustig an jetzt hier. So, warte, klingeln. Hallo! Ja, was Lustig? Geht, Bro? Ja? Wie hast du gesehen, dass das Auto bei Bolas war? Weil das Auto stand da nur lumm. Irgendwie muss das Auto gekommen sein, weil mein Sicherheitssystem ist auf Bolas eingestellt. Ich habe nicht gesehen, wie es hingekommen ist, aber ich weiß, dass Polizei aus dem Grove Street rausgefahren ist. Das ist auch merkwürdig. Polizei? Hä? Aber ich dachte, das hat nichts mit dem anderen zu tun, weißt du, wie ich meine? Okay. Also macht ja keinen Sinn. Okay. Eigentlich. Ja, passt, lustig. Gut, ich muss weiter zu. Polizei, Freunde. Gut, das checken wir natürlich direkt mal ab, Leute. Ich werde mal direkt hier parken. Ich glaube, mal Ente pfeifen, wenn die Polizisten damit was zu tun haben. Was haben die letzte Zeit alle hier vor, hä? So, Leute, ich glaube, wir gucken mal. Oh, da ist so ein Polizist. Hey, Sie! Ja, guten Tag, was können Sie tun? Was hat die Polizei mit meinem Tullus zu tun gehabt bei der Glovesleet? Keine Ahnung, welches Live war zuletzt bei der Glovesleet? Los, erzähl mir. Das sind aber private Informationen. Sie haben nicht. Okay. Erzähl's mir! Warten Sie. Ja, tipp. So. Und die Streife 53. Wann war sie da? 12.20 Uhr. Das hilft keinen Sinn, Leute. Das ist viel zu lang her. Du lügst mich nicht an, hä? Nein. Hier, 12.20 Uhr.
Weißt du was? Das ist, weil jemand nicht den Einsatz authentifiziert hat. Verdammt, du blaust mir zu lange, Salik! Nochmal, wir gucken kurz nach. Bitte, wir haben aber schon viel später. Und davor, da war ich einkaufen zu dem Zeitpunkt in meinem Auto. Das muss irgendwann zwischen 14 und 15 Uhr gewesen sein. Wartet mal, Leute, Lustig hat das gesagt. Lustig hat auch bei dir Bolas gesehen. Und mein System reagiert auf alle, außer auf meine Freunde. Oh. Leute, wir fahren mal ganz kurz zu Lustig. Ich habe eine Befürchtung, die mir nicht gefallen werden. Und das werden wir mal ganz kurz abstecken gehen. Okay, Leute, warte, hier müsste das Haus von Lustig sein. Ja, genau hier, Leute. Wir parken mal lieber ganz kurz da. Und dann heißt es, wir müssen ein bisschen Spion-Mission machen. Oh, warte mal, da hinten ist der, Leute. Ja, Max, Bro. Ja, da hat, glaube ich, die Bolas komplett zerstört und ich glaube jetzt auch die Polizei. Ja, Bro, also mein Prank ist komplett aufgegangen. Was machst du denn jetzt mit ihm? Echt? Ey, das wird cool sein, aber wir müssen uns später entschuldigen, ja. Ey, also das, was du machst, ist krass. Aber ich weiß nicht, ja doch, das kannst du schon machen. Das haben wir nicht böse sein. Ja, okay, ja. Leute, wir hauen ab. Okay, ciao, Max. Max, also auch. Die YouTuber wollen mich also plänken. Leute, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich hin und vermöbel beide als Respekt. Oder, Leute. Wieso legen sie sich mit Toren an? Kein Problem, Leute. Die denken, die könnten mich plänken. Wir plänken zurück, meine Freunde. Plank gegen Plank, Leute! Aber ich brauche ein bisschen Vorbereitungszeit. Ich fahre erstmal zurück zum Tempel, werde ein paar Anrufe tätigen, ein paar Sachen vorbereiten, Leute. Und dann bekommen die zwei Jungs auf jeden Fall morgen Planks, die zu weit gehen. Leute, auf das werdet ihr nicht vorbereitet sein. So, wir bereiten unsere Planks vor und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Dann fängt die Lache von Duana! So, meine Freunde, wir sind angekommen hier in Militärbasis. Ich bin mal gespannt, ob die mich leihen lassen. Vielleicht denken sie ja nichts. Oh, da. Hey, du, ich muss leihen. Keine Chance, Tuan. Es tut mir leid. Wir müssen leider sofort das Militärgelände verlassen. Nee, geht nicht. Ich muss leihen, ist wichtig. Es geht nicht. Sie werden sonst attackiert hier. Wollt ihr echt diesen Film bei mir wieder machen? Ich wollen wir nicht. Deswegen bitten wir sie einfach, das Gelände zu verlassen. Hör mal zu, du Polberger. Guck mal, was ich für ein Auto habe. Opetolus in iClimax-Farben. Mich kann niemand stoppen. Ja, okay, aber ich komme hier trotzdem heute nicht rein. Mhm, na gut. Na gut, Leute, ich komme nicht klein. Der sagt, ich komme nicht klein, Leute. Ich glaube, der hat vergessen, wer ich bin, oder, Leute? Was ist Regel Nummer 1? Niemals mit Tor in iClimax anlegen. Okay, Leute. Wir müssen jetzt hier mit voller Glache rein. Schaffen wir das? Ja! Oh Leute, wir sind noch hier unentdeckt, aber sobald wir dann reinkommen in die komplette Basis, dann wird hier losgehen, Leute. Ich glaube, wir werden Leute, wir werden jetzt hier rein. Ja, Leute. Ich hab 5 Sterne. Let's go. Was geht ab? So, weg hier mit euch, ihr kleinen Smart. Ein Zit. Glaubt der Zit, der kann mir was antun? Glaubt der Zit, der kann mir wirklich irgendwas antun? Was ist denn mit dir hier? Das ist also mir leicht langsam hier. Denken die wirklich, die kommen. Ja, bleibt mal liegen, ihr Kupser! So, Leute, wartet mal. Ich habe eine Idee, Leute. Also, wie gesagt, warum ich hier bin, Leute? Für Pobiger eingesackt. Was passt denn zu Pobiger? Ein kleiner Junge, ja? Ein Lacker. Ein kleiner Bösewick. Ein Labauke. Da ist es. Jetzt ist er auf mich. Irgendein Sitz oder so. Ja, gut, soll er machen, Leute. Wir haben hier einen Kampfroboter. So, da sind wir eingestiegen und den Blau geht. Oh, Alter, der guckt dir mal hier. Ja! David Pobiger sieht fliegend Lauf, Leute. Guck mal, was der. Oh, ich bin umgefallen. Guck mal hier, Leute, wie ich alles hier kaputt mache. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, Leute, guck mal hier. Ups, aber. Zack, und da. Zed auch kaputt. Der auch kaputt. Ja! Wir gucken kurz dahinten. Alles machen wir kaputt. Du hast keine Chance gegen Tuan. Guck mal, selbst ein Panzer halte nicht aus. Ja! Ich würde sagen, Pobiger wird sich darüber sehr freuen. Wir bringen ihm das Geschenk vorbei. Aber Leute, jetzt fragt ihr euch, du wolltest doch Pobiger blinken. Ja, mag ich, Leute. Und zwar, er wird das Geschenk bekommen, aber eine explosive Überlassung dazu.
Der kleine Labauke denkt, der ist Seffi oder was? Ich bin Seffi, wenn Maxi da ist, oder? Was sage ihr? So, wir fahren jetzt erstmal lieber zu Boberger. Let's go. So, Leute, wir sind angekommen bei Max. Warte, bevor wir weiterfallen. Oh, siehst du eine Sprungstanze da hinten? Wir müssen ein bisschen sabotieren hier, Leute. Und zwar, wir machen langsam ein paar Bomben dran. Hier machen wir eine. Hier machen wir eine. Und da machen wir eine. Schön an den Explosivstellen. So, wir fahren jetzt rein. Hast du weg? Ich muss den Jump machen. Okay. Guck mal, Tod. Komm die Lampe an. Ja, ich guck an. Ich werde jetzt alle aufnehmen und einfach nicht aufs Haus springen, okay? Leute, ich bin mal gespannt. Ja, ich bin gespannt, Paul Becker. Oh, Leute, dieser Kerl, der Junge hat nichts gut im Kopf. Oh, das war klasse. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Paul Becker. Oh, hast du gesehen, wie cool das war? Der Jump? Komm her. Was denn? Ja, mir gedacht, weil du Seth im Haus bist, ein Seth braucht einen Kampfroboter. Wow. Willst du den haben? Keine Ahnung, wie macht man das? Warte, ich versuche dabei einzusteigen. Steig mal ein. So, ich hol das Fahrrad so lange. Hier, da. Muss oben drauf. Ah, bin drin. Okay, wow. Hey, mal langsam. Wow. Hallo. Was war das denn? Pobega. Das war ja... Du wurdest geplankt, da war die überall Haftpumpe klingelt. Ja, du klingelst gar nichts, du kleiner Junge, du bist falsch, nur. Gib mir mein Fahrrad. Nö, das glaube ich jetzt. Omega! Mag deine Hausaufgaben? Ja, das war ein Plank, der zu weit ging. Ga. Oh Gott, den Spring müssen wir nochmal üben, Leute. Warte mal, jetzt werden wir gut hier. Lieber springen, zack! Okay, bin kein BMX-Faller. Leute, ich bin eher ein OP-Todus-Faller. Gut, Leute, aber nichts schlimm. Wir haben hier jetzt easy peasy Poberger geplankt. Wen soll man als nächstes planken? Ich hab eine Idee. Leute, dafür muss ich kurze Vorbereitung machen. Und dann wir werden Lustig planken. Let's go. So, Leute, wir sind einmal gekommen. Lustig, ich hab ein paar Vorbereitungen gemacht. Und zwar, Leute, Lustig ist doch der bekannte Autodieb, ja? Guck, was ich ihm besorgt habe, Leute. Wirklich ein vorzüglicher Auswahl von Autos. Alles in seiner Farbe. Ein BMW M4. Ein Bugatti. Was ist das denn hier eigentlich? Ist das so ein Lamborghini oder keine Ahnung, so ein Futzerauto? Dann haben wir einen Huracan, dann haben wir einen McLaren, wir haben einen Pusse, dann wir haben einen Ferrari. Ist das ein? Ja, oh, wir haben zweimal den gleichen Post. Ne, andere Post das hier. Ah, das geht jetzt gleich. Oder wie heißt denn die nochmal, Leute? Ich vergesse den Namen immer von dem Smilesport oder sowas, Falknick. Ein neuer Turbo S ist das hier und das Cayenne S. Ah, genau, Leute. Wie gesagt, so Autos Falknick, weil ich Smilesport sind. Ja! So, wir laufen mal lustig an. Lustig! Ja. Wo du bist? Ich fahr grad heim, du? Ja gut, ich bin bei dir zu Hause, Überlastung. Komm! Okay, ich hab Überlastung, bis gleich. Tschüss. Okay, Leute, wir warten. Der wird sich so freuen. Und dann wird nach und nach ein Auto verschwinden. Ja! Das wird so gut, meine Freunde. Ich bin mal gespannt, wann der Junge kommen wird. Wo bleibt denn der? Der meinte, wer fast... Oh, mein Handy klingelt. Los, ey! Wo bist du? Wo bist du? Hier, ich bin bei Nummer 9. Ich bin zu Hause. Was für 9? Hey, du wohnst doch bei 9. Komm mal zu 9. Wie zu 9? Das ist mein Nachbar. Oh. Ich komme gleich, warte. Leute, hier war eben vor einem Mann, das wäre ein besser gewesen. Den habe ich kaputt gemacht. Ups. Was machst du hier? Lustig! Oh, ich dachte, das wäre der Haus. Nee, das ist keine Ahnung vom Nachbarn. Oh. Ja, du habe keinen Nachbar mehr. Okay. Ja, eigentlich wollte ich überlasten, Lustig, weil wir so lange gute Freunde sind, habe ich mir gedacht, ich senke dir ein kleines Autoarsenal. Was? Wie ein Autoarsenal? Ja. Guck mal, der Porsche Cayman, der Ferrari, der Turbo S, der McLaren, der Lambo Huracan, Futzer Auto, Bugatti und M4 gehören jetzt dir. Das ist viel zu viel, ich will doch gar nicht so viele Autos haben. Ja doch, kannst jeden Tag neue Auto fahren, jede Woche. Ja, ich verkaufe die dann. Nein, du verkaufst doch keine Geschenke. Behalte die doch ein bisschen. Wo soll ich die parken, Alter? Das ist nicht mal mein Haus. Doch, jetzt schon. Ich hab nicht so viel Platz. Ich hab das Haus gekauft. Du hast gerade vorhin gefragt, ob ich da bin. Ja, und hab's gekauft. Du hast den Nachbarn umgebracht. Ja, und... Gekauft! Hab Haus gekauft! Ja, soll ich das Haus jetzt als Parkplatz nutzen, oder was? Ja, genau. Okay. Danke. Herzlichen Glückwunsch! Wo ist der Haken? Was willst du von mir? Du hast mir eingefallen. Besuch Max mal, der ist klang. Ich hab ihn doch schon besucht. Ja, ich weiß, du bist guter Freund. Gut, lustig, ich muss weiter, ja? Was soll das? Wie? Hä?
Einfach so? Natürlich, Freunden sollte man zeigen, dass man sie gern hat. Man weiß nie, wann die mal krank werden. Danke dir. Bitteschön. Leute, wartet mal. So, jetzt wir gehen jetzt hier hoch in das Haus hier, Leute. Wir gehen hier kurz auf Dachlauf und laufen. Warte mal, können so klettern. Und dann so. Und dann müssen wir so hoch, Leute. Und ihr wisst ja, ich habe die Sonnenenergie, meine Freunde. Wenn ich ein bisschen ummache. Verschwinde ein Auto! Was ist das denn? So, so. Das kann doch nicht sein, hä? Das Auto war doch hier, aber jetzt ist es weg, aber das... Hä? Ich, ne, mein Kopf tut weh. Vielleicht war das auch nie da gewesen. Verschwinde ein Auto! Wie hörst du? Hä? Ey, Tuan, wo bist du? Tuan! Ich ruf den jetzt an, Alter, ich sag, das kann doch nicht sein. Ja, hallo, lustig? Hallo? Was los? Ja, keine Ahnung, die Autos sind verschwunden, zwei Stück. Welche Autos sind verschwunden? Ja, ein Lambo und McLaren. Was labern du? Ja, weg einfach. Die sind wie teleportiert oder so. Ja, also guck mal, seid ihr ehrlich? Ja, es war ehrenlos, aber wenn du unbedingt verkaufen wolltest, musst du mich jetzt nicht anlügen, ja? Ich hab's nicht verkauft. Wieso steht ich sie noch nicht verkauft, Mann? Ist okay, lustig. Hallo! Ja, mach gut. Du? Ja, ich bin in meinem Tempel. Soll ich zu dir fallen oder was? Die Autos verschwinden. Oh, ich komm zu dir, ja? Ja. Na gut, bis gleich. Leute, was er nicht weiß, ich hab die extra woanders hin teleportieren lassen. Weil, guck mal, guck jetzt, wo die sind. So, Leute, wir sind jetzt hier. Oh. Ja, lustig! Hey, wir sind weg, Mann, die zwei. Ich lese sie aber noch hier. Wie du riechst sie? Willst du mich. Lustig! Ja? Wenn du mich anlügen willst, versuch ein bisschen besser zu machen. Fahr dich auch woanders hin. Wie kommen die hierher? Ja, ja, komm. Wie soll ich die da hingebracht haben? Ja, ja, komm. Was soll ich? Ja, ich soll die weggemacht haben, oder was? Keine Ahnung, wer das war. Lustig, weißt du was? Da bin ich einmal. Guck mal, wie du hast hier rübergefahren, was wir bringen die hier hin? Nein, da passen die hier durch? Natürlich! Oder? Ja, müsstest du auch wissen, nachdem du es gemacht hast. Hä? Das war ich nicht. Lustig, komm. Ich hab dir zwar Geschenk gemacht, aber wenn du wieder nur an Geld denkst, dann verkauf die einfach. Ist mir egal. Nein, alles gut. Danke. Leute, pass auf, was jetzt passiert. Weißt du was, Lustig? Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Ich bin weg. Auf Wiedersehen, Lustig, ja? Wie? Ja. Mhm. Alle, ja, warte mal, Turan, warte was doch, denn? Ich hab wirklich denn? Nichts damit zu tun, ehrlich. Oh. Dein Ernst? Lustig? Alter, was mein Ernst, Mann? Das war dein Weißt du, dir gefallen? Hast du die explodieren lassen? Nein, weißt du? Mein Auto. Lustig! Na, was? Ich war das nicht. Das war ein Blick, der zu weit ging! Du weißt schon, dass eigentlich ist es mir egal, du hast deine Sachen kaputt gemacht, die dir gehören. Oh, stimmt, das hier ist dein Auto, ne? Nein, warte, nee, ich mag nichts, keine Sorge. Aber warte mal, stimmt. Nein. Ja, es war ein Blick, der zu weit ging! War nicht so gemeint! Nein! Du Al, war nicht so gemeint, wirklich! Lustig, haben wir nur ein Fallschirm? Ich hoffe, du hast einen Fallschirm. Nein, hab ich nicht. Du Al? Du lässt mich jetzt nicht fallen. Tschüss! Ich habe einen Fallschirm zum Glück! Oh, verdammt, der Fallschirm, der ekelhafte. Egal, Leute, wir werden das Auto schnell reparieren. Und dann, wir machen, Leute, los, zurück! Ja, verdammt, oh, Mama, da ist der doch, oder? So, Leute, wir fahren. Hat er sich wehgetan? Warte mal, ich gucke mal ganz kurz hier. Bist du im Haus oder bist du draußen? Alter! Wo bist du? Komm her! Wo bist denn du? Komm her! Verdammt. Komm her! Hey! Oh. Entschuldigung! Oh. Lustig! Entschuldigung! Ich bin weiter, ja, mach gut! Komm her, bleib schön! Ja. Leute, das war ein Blank, der zu weit ging! Aber wisst ihr was? Wir haben noch zwei Leute, die ich vor mir habe. Und zwar gibt es doch diese eine Candy. Der macht doch immer mit Max irgendwas zusammen, ey. Und der hat Max schon mal geplankt, Leute.
Den wir maximal zerstören. Ich hab eine Idee da, wie wir sein ganzes Herz kaputt machen! Und ein Plank, der zu weit geht, weil lustig ist. Ja, ab geht's zu Candy! Okay, Freunde, ich hab mitbekommen, Candy landet wieder hier. Der war wohl wieder in einem Minecraft-Land. Ja, jetzt kommt der GTA wieder an, Leute. Und ich werde ihm zeigen, wie wir das hier machen, wenn wir Planks machen. Die zu weit gehen, meine Freunde! So, wir sind hier am Flughafen angekommen, fahren hier durch das Tor. Der müsste gleich landen. So, gucken wir mal ganz kurz ein bisschen um. Oh, so. Wo ist denn... Ah, da hinten kommt ein Flugzeug, Leute. Da hinten kommt ein Flugzeug. Oh, dem Jungen geht's gut, hä? Die wartet. So, der landet der... Flug 349, Landeanflug. Oh, Mayday, Mayday. Oh, oh. Ja, guck mal, Leute. Wir machen so, als ob der Prinz ist. Und ich hab ein kleines Haus für den vorbereiteten Autos. Und dann, wir werden so noch eine dicke Überlastung für den haben, Leute. Ihr werdet euch so freuen. Los, ja! Santos, hier ist King Candy. Hä, wo sind die ganzen Leute? Hey, Candy! Tuan? Ah. Hey, Tuan, hallo! Einsteigen! Ja, natürlich, klar, ich steige ein, natürlich! Willkommen in meiner Stadt! Ja, danke, dass ich hier sein darf! Candy! Ja? Max ist krank! Okay! Dem geht's nicht gut! Gute Besserung! Candy, ich hab das zugeguckt mit euch, die Videos immer gegeneinander! Ja? Und du weißt, dass Max mein allerbester Freund ist? Ja, es tut mir leid! Und dass ich sein bester Freund bin? Und deswegen, mein guter Freund, habe ich gesagt, ich mache Willkommensgeschenk für dich, in Namen von Max. Wirklich? Ja, natürlich, habt ihr ein bisschen was vorbereitet. Wo ist der ohne Haken? Willst du den letzten Haken haben? Nein, alles gut, oh, okay. Alles gut, ich danke. Ich dachte, du willst boxen. Ja, nein, mach dir keine Sorgen. Candy, ich hab was Schönes für dich vorbereitet. Mr. Tuan, mein ganzes Gepäck ist doch noch im Flugzeug. Nee, wird alles übergeliefert von meinen Männern. Oh, okay. Du musst wissen, die Stadt gehört mir, Polizei gehört mir, Army gehört mir, Präsident gehört mir, Gangs gehört mir, Mafien gehört mir. Wow, ja, okay. Das du denkst, ich war OP in Minecraft? Ja, das war 10% von meinen Kläften hier. Wow. Ja, gut. Wir bringen dich jetzt erstmal zu deiner Bleibe, würde ich mal sagen, ne? Okay. Okay, Leute, der wird sich listig freuen. Let's go. So, wir sind fast angekommen. Aus dem Weg! Jepa! Was denn? Alles gut. So. Wow. Wir sind hier am Santa Monica Pier. Das ist voll die gute Adresse. Voll teuer. Keine Ahnung, hab ich mal gekauft. Oha. So. Natürlich. Yo. Für alle Gäste von der Climax ein Hulakan und ein Ulus in seiner Lieblingsfarbe. Sehen wir leid für dich zur Benutzung. Ja, aber ich fahre lieber mit dem Fahrrad. Ich glaube, ich kann mir das nicht leisten. Mit da auch Benzin und alles. Das ist umsonst. Und wenn da was da ist eine Tankkarte drin. Was? Natürlich. Und wann muss ich den zurückgeben? Keine Ahnung, wie lange du den haben willst. Für immer? Von mir aus. So, ha, let's go! Das Haus gehört dir komplett alleine, solange du hier bist in GTA. Okay. Du kannst hier machen, was du willst. Das ist ja riesig hier! Ja, gesponsert von Twan. Mit einem Telefon sogar. Oben gibt's auch ein YouTube-Setup, wenn du YouTube-Videos machen willst. Nee, YouTube, nee, feier ich nicht. Oh. Lieber ein Telefon hier und so, cool. Oh, okay. Und ich hab gehört, psst, du kennst diese Flausi? Ja, klar kenne ich Flauschi. Ja. Ich hab gehört, die mag dich ein bisschen. Oh, wirklich? Ja, also ich weiß, die hat gesagt, ja, Max ein Fluent, Amir Fluent, Lusik Fluent, Awai Fluent, aber ich sag, bei du bist besonders. Oh, wirklich? Ja, aber ich hab ihr gesagt, dass du ein bisschen nicht auf die stehst. Ey, sag das doch nicht! Oh, okay, ja, ich hab gehört, die will auch heute kommen hier. Oh, stell dir vor, mich umziehen. Stell dir vor, die würde ich hier sehen, mit den Autos, mit dem Haus hier. Warte mal, hat der Crymax hier schon mal gewohnt in dem Haus? Ja, auch. Oh, wo, in welchem Zimmer war er? Oben. Ich hab ne Idee. Master Bedroom hier oben. Wo ist Master Bedroom? Okay, wo ist das? Da. Hier? Ja, geh lang. Warte ganz kurz. Hier einmal. Warte kurz, okay, beruhigen dich. So. Leute. Oh, was ist. Oha, guck mal! Alter, let's go! Ich hab's alles gefunden. So sehen du gut aus. Weißt du was? Psst, ja. Ich hol dir gleich ab. Sollte ich zu dir blingen? Dann könnt ihr ein bisschen zillen zu zweit. Und ich sag dir, okay. Ich glaube, die magen dich ein bisschen. Klar, warum nicht? Ja, okay, gut. Gerne. Dann ich hol dir, ja? Okay. Leute, Candy, glaub Candy, bisschen verliebt in Flausi. Aber nichts dem Flausi, liebes Mädchen. Aber wir werden jetzt listig playen. Und zwar, ich hab vom Wissenschaftler eine Pistole besorgt, meine Freunde. Die mich verwandelt in Flausi. Ja! Und dann, wir werden Candy Elenos planken. Da wäre es am Maximum geplankt hat, wie sein Leben zur Hölle machen! So, Freunde, wir haben uns hingemacht. Okay, wir werden uns jetzt verwandeln, Leute. 3, 2, 1, go! Oh.
Ich hab ihn geblaut, aber mein Gesicht sieht nur asiatisch aus. Hm. Egal, Leute, er sollte ausleisten. Mal gucken, ob er der Lauf live. Warte mal, ich muss mich rausziehen. Kekse, Kekse, Kekse. Oh, das ist nur die Klappe. Hallo, Candy. Yo, Flauschi, was geht? Ich hab mir einen neuen Lambo gekauft. Was geht? Cool Lambo, sieht schön aus. Flauschi? Ja. Bleib mal stehen. Ich mag Kekse. Achso, okay, ich dachte gerade kurz, aber du magst Kekse. Ja, wenn du Kekse magst, okay. Wie geht's dir, Flauschi? Ich chill hier gerade mit meinen neuen Lambos, hab ich gerade gekauft. Bar bezahlt einfach, boom. Wie gesagt, cool. Meine Autos, wirklich? Wenn ich will. Ich sag dir ehrlich, wenn ich will, hau ich hier eine Delle rein. Juckt mich gar nicht. Hier, bam. Oh, wow, du bist so cool. Oh, so cool wie Kekse. Wow, hä? Okay, ja, passt auf, was ich mit dir mache. Hier, oh, Candy, du siehst heute so hübsch aus. Okay, so, dein danke. Oberteil gefällt mir, dein Kopf gefällt mir. Wow. Danke, du siehst auch voll gut aus. Siehst noch besser aus als sonst. Weißt du, eigentlich, ich mag so Männer. Soll ich dir ehrlich was sagen? Ich bin zu lang verliebt. Flausch, was? Wirklich? Und dir wollte ich das sagen, und zwar in ein Climax. Du siehst aus wie Erl. Wie? Sag das nochmal. Was hast du gesagt? Ja, verliebt in ein Climax. Du siehst aus wie Dell. So, cool. Sieht viel besser aus, weil vorher du siehst aus wie ein Smilespur. Niemals wird ein Mädchen dich so lieb haben. Cool, dass du ein Climax magst. Also, ich wünsche euch viel Glück. Ja, weil so jemand wie dich wird nicht holen wollen, weil du warst der Letzte. Aber Climax meint, er mag dich gar nicht oder so. Ja, ist nichts schlimm. Ich bleib Freunde mit dem. Aber jemand wie dich würde ich niemals holen. Ich mag Kekse. Was? Ja, du bist Smilespur. Aber Flauschi, wir haben doch so viel zusammen schon durchgemacht. Ja, du bist wie ein Bluder zu mir. Was? Ja, ein guter Freund. Was? Ja. Candy, warte mal, komm mal zurück. Candy! Warte, guck, was jetzt passiert, Leute. Candy, der Autos! Oh. Was ist mit den Autos? Flauschi, das sind nicht meine! Oh. Nein! Oh. Nein! Ich bin Flauschi, wieder weg! Du kannst jetzt nicht gehen! Du musst es bezahlen! Oh. Weißt du, ich würd mir wünschen, einen Mann zu haben, der das für mich bezahlen würde. Den würde ich heiraten vielleicht. Ja, okay, ich zahle das. Alles gut. Ja, bis später. Ja, Leute! Das war ein Plank, der zu weit geht. Wir fahren uns schnell wieder zurück. Go! Go. Ah, so, Leute. Guck mal, was wir jetzt machen mit dem. Ja, ja. So, jetzt schnell. Daddy, was hast du mit Autos gemacht? Gar nichts. Es war schon so. Ich habe mich selber gewundert. Warum hast du mir das so unterlassen? Candy. Ja? Lausi hat mir gesagt. Mhm. Sie hat mir gesagt. Guck mal, was passiert denn jetzt? Go! Oh, verdammt, hat die ganz funktioniert. Ja, ich hab die geplankt. Warst du das? Das war ein Plank. Der zu weit ging, du Smilespur! Oh, Mann, ey. Candy! Ja? Aber ich hab das gesagt, was auch Flausi sagen würde. Dick würde ihm was im Dick mögen. Ja! Oh, Mann, ey, ich hasse dich! Leute! Warte, wir waren wieder zurück. Ich fühle mich irgendwie gut. Okay, Leute. Oh, da würde ich mal sagen, wir haben Candy ganz gut geplankt. Ja! Leute, was sagen ihr? Haben wir im Namen von Max alle gut geplankt? Wir haben lustig geplankt, wir haben Bubige geplankt, wir haben Candy geplankt. Vielleicht können wir noch den einen oder anderen planken, Leute. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Mit einem Abo, mit einem Kommentar. Folgt ihm auf Instagram. Und ganz wichtig, Leute, hol Mega Limo Linken. Ja, tschüss mit Ö.